Hallo, Servus und Moin Moin, ihr Kartensuchtis. Ja, und ich schließe mich damit ein und mit dem Titel hier, Leute, mit dem TCG Card Shop Simulator, da haben die Entwickler tatsächlich die Jäger und Sammler unter uns angesprochen. Es ist also nicht nur der normale Shop-Simulator, sage ich mal, sondern eben durch die Möglichkeit, hier eigene Alben zu erstellen, habe ich schon so einiges gesehen. Und alle sind auf der Suche nach den fetten, wertvollen Karten. Ich habe Offcam ein klein bisschen weiter gemacht, habe aber noch keine Karten geöffnet, sondern nur zugesehen, dass wir ein bisschen Kohle kriegen. Habe hier nochmal einen dritten Tisch hingestellt. Ich glaube, die Würfel, die weiße, die anderen, die zweiten Würfel, die wir hier haben, ich weiß gar nicht, ob das in der letzten Folge noch war oder Offcam. Habe hier soweit eigentlich alles drin. Wir schauen nochmal, ob wir irgendwas bestellen können. Oder müssen, so die haben wir, das haben wir, da könnten wir noch nicht ran und wir wollen natürlich auch so ein bisschen Zubehör. Also wir haben 211 Euro, finanziell sieht es noch nicht so ganz super gut aus, aber schon mal besser als am Anfang. Die möchte ich natürlich demnächst, Moment, die wollen wir nicht demnächst, die wollen wir genau jetzt. Gehen in den Warenkorb, die können wir uns noch leisten. Rechnung habe ich soweit alle bezahlt. Heißt, da brauchen wir uns erstmal keine Sorgen machen. Lass mal schauen, Rechnung sind tatsächlich erstmal alle bezahlt, okay. Damit haben wir auch schon mal Platz für unsere erste Figur, die können wir hier erstmal mit hinstellen. Und wenn der Tag vorbei ist, Leute, dann werden wir mindestens ein so ein Paket hier mal zusammen öffnen. Wir haben noch ein paar Sachen hier stehen. Ich kaufe nur dazu, wenn es denn wirklich nötig ist. Die Hüllen gehen ganz gut, muss ich sagen. Okay, ich würde sagen, wir beginnen einfach mal einen neuen Tag und sehen, was der uns so an Karten bringt. So, wir haben natürlich einen negativen Profit, aber gut, man tut, was man kann, Leute. So, wir öffnen so schnell wie möglich. Ziehen. Wir müssen hier noch den Preis festlegen. Marktpreis plus 20 haben wir gesagt. Marktpreis plus 20. Und das machen wir überall. Scheint im Allgemeinen ein ganz guter Preis zu sein. So, noch kommt keiner. Blaue und rote haben wir hier. Hüllen. 20. So, damit haben wir es, ne? Was wir wahrscheinlich... Ne, was wir... Oh, ich hätte... Mann, ist klar... Ich habe es wieder vergessen. Deo müssten wir auf jeden Fall noch besorgen. So, die Karten haben wir voll gemacht. Okay, die Würfel gehen, die neuen. Diese neue Sachen wollt ihr alle haben. Bitteschön. So, die sind da am Zocken in aller Ruhe. So, ich glaube, wir müssen auf jeden Fall... So, lass uns mal gucken, was brauchen wir denn? Das. Nur Deo bestellen. Es ist teuer? Was ist denn da teuer, du Nase? So muss das. Genau. Ist teuer. Mann. So, und Platz haben wir noch ein bisschen für andere Regale, aber dafür brauchen wir natürlich auch ja, na, komm.
So, Deo und nochmal so ein Päckchen. Zwei davon, sehr cool. So will ich's haben. 55, 26, bitteschön. Also wir haben 181 jetzt. Ein bisschen noch an der Kohle arbeiten. Ja, komm. Für den Verlierer, vielleicht fehlt euch einfach noch ein paar gute Karten. So. Mal sehen, was wir am Ende des Tages hier zusammenkriegen. Und die Bestellung machen wir wirklich erst dann, wenn es notwendig ist, ne? Box ist leer, weil dann können wir nämlich gleich ein bisschen mehr bestellen. Eine Karte, ne? Eine Karte für 22 Cent, bitte. Jetzt hat er sich aber auch richtig in Unkosten gestürzt hier. Neunundvierzig, nichts zurück. So, dann wollen wir für uns persönlich auf jeden Fall die Boxen einmal bestellen. Deo brauchen wir. Und die roten Würfel sind alle. Okay. Heißt rote Würfel. Gehen hier im Zubehör. Einmal. Deo. Und die Boxen, die holen wir später, weil, ne? So, was haben wir? Nix. Okay. Füllen wir mal das Deo auf. Lassen wir hier liegen. Moin. Würfel, 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 Würfel. Na, nicht nach da, nach hier. Also. Und zweimal die blauen. Okay, die Würfel gehen heute ganz gut. 3,48. So, die Würfel gehen echt ganz gut. Können wir bei Gelegenheit auch mal schauen, wie wir das Ganze hier umstellen, damit das ein bisschen schicker aussieht. So, ich habe übrigens gelesen, dass die so, die Stromrechnung, die berechnet sich. Doch du willst natürlich, die berechnet sich aus der Zeit, die hier das Licht an ist. So, was haben wir? 58, 48, so bitte. So, junge Dame, dreimal. Und Stinky, Mufflon. Mufflons werden hier natürlich besonders bedient. So. So, Ebene 8. Wir müssen mal gucken, dass wir heute Abend wirklich ein komplettes Paket hier öffnen und gucken, was wir hier für
Ey, Leute, was ist denn jetzt hiermit? 29, 92, warte. Na, was hast du? Hast du ein... Nee, hat er nicht. Aber wir machen daraus... Einmal glatt 29, 90. Und einmal Höhlen. Die Höhlen sind mittlerweile hier, glaube ich, der Renner, Leute. Höhlen müssten wir aber noch... Ich habe keine Höhlen mehr. Höhlen muss ich auch noch besorgen, okay. Ach ja. Aber zwei Würfel... Und nichts zurück. So, Höhlen brauchen wir. Ich glaube, die, warte mal, die nehmen wir. Nee, geht nicht anders. Die müssen wir da lassen. Für den Moment zumindest. So, ab 16 Uhr wird es ja immer ein bisschen dunkler. Machen wir also hier mal das Licht an. Okay, sehr schön. So muss das, so will ich das sehen. 1997 zurück. So, alles klar. Einmal für 23 Cent. Ja, sonst noch was? Soll ich es einpacken als Geschenk oder so? So, an Kohle müssen wir mal zusehen, dass wir da noch ein bisschen was machen, Leute. Aber wir haben unsere ersten Plüschis hier, ne? Das ist natürlich auf jeden Fall auch schon mal cool. Platz hätten wir noch. Wir könnten noch einen Tisch aufstellen. Und noch zusätzlich ein Regal oder so, ne? Bevor wir das machen, gehen wir allerdings einmal ins Zubehör. Wir bestellen uns einmal die. Und für uns persönlich, haben wir ja gesagt, wollen wir heute einmal... zumindest so eine Viererbox aufmachen, ne? Heißt eine für morgen, eine für da. Wir haben drei Sachen drin. Kostet uns 146. Hüllen einmal füllen. Wir füllen hier mit Hüllen. So, cool. Das ist unsere, die legen wir hier schön zur Seite. Die können wir gleich zusammen aufmachen. Und die packen wir nach da. So, wie sieht's ansonsten noch aus? Nicht zu schlecht. Hüllen, ich sag ja Hüllen, da müssen wir echt immer auf. Lassen, dass die uns hier nicht rausgehen. 7,40 Euro. Ah,
Dann hätten wir hier einmal 19,50. Sehr schön, danke. Und einmal 22 Cent. So, wir müssen aber gucken, dass wir den die Werkbank hier aufstellen können. So, da hat er zugeschlagen wieder. $28,70, 1,30 zurück. Und für Sigi einmal die Box, ein Rot, einmal Blau. 38 Euro. 6 Cent. So, 21 Uhr, der Tag ist vorbei. Und die lassen wir noch zu Ende spielen. Und dann kann man gucken, dass wir hier... Wo wolltest du noch? Was? Okay. Okay, die letzten Verkäufe wollen wir natürlich tätigen. Zwei Boxen, sehr nett. 4,74 Euro zurück. Und hier... Oh, das läuft gut. 82,41, Leute. So, damit haben wir 580. 580 zusammen. So, wir können... Warte mal, wir werden erstmal alles schön jetzt hier nach da packen, würde ich sagen. Dann haben wir das nämlich zusammen. Dich brauchen wir nicht mehr im Moment. So, die Packs müssen wir einmal bestellen. So, und damit, pass auf, wir schließen, Leute. Und schnappen uns jetzt mal unsere Viererbox, ne? So, wollen wir aufmachen? Ja, ne? Bestimmt. Bestimmt. Wollen wir? Hallo? Kann ich die nicht öffnen von hier aus? Doch, geht so. Okay. Dann schauen wir mal, was wir hier zusammenkriegen. Der Lub, der Flami. Pigni, den wir ja auch hier als kleinen Plushie haben. 68 Cent. Ist nicht viel, aber eine neue Karte. Gesamtwert 1,94. Da haben wir mal nichts gehabt. Ich hoffe, wir haben hier heute ein bisschen Glück, dass wir auch Lup, Sapulin, Kyrone, Nanomid, Glavop. Die ersten Sets waren jetzt nicht so der Burner. Sedant neu. Auch nix. Die liegen schon fast unter dem Einkaufswert. Der Minster erste Auflage. Der Lob Verbo. Schön nice, wie der aussieht und am Glänzen ist. Auch nur 4,28, aber direkt hinten dran den Flami in der Goldausgabe für 4,87, okay. Und den Tetron für 4,32, also das Paket war jetzt zwar nicht mega teuer, hat aber drei interessante Karten dabei gehabt. Musik.
Und der Gesamtwert lag da ja auch schon bei 13,80. Okay, der war zumindest lohnenswert. Ich weiß, Leute, je weiter wir uns hier in diese Kartenwelt reinwagen. Ein neuer, der Guppy erste Auflage. Desto mehr achten wir darauf oder wollen wir natürlich die richtig seltenen, teuren Karten haben. Aber soweit bin ich noch nicht. Ich freue mich über tatsächlich jede neue Karte. Guck mal, der Esmerie hier zum Beispiel. Erste Auflage 3 Euro, okay. Auch wenn es natürlich schön wäre, zumindest dreistelligen dazwischen zu kriegen. Nimblis, silberne Ausgabe, neu und gar nicht mal 5,46 Euro. Sapoling in der Goldausgabe. Okay, hier hatten wir tatsächlich ein bisschen Glück mit den letzten Packs. Wir schnappen und... Na? Ich will doch nur eine Box. Ich will doch nur eine Box. So, wollen wir? Wollen wir mal starten? Die zweite Box. Hatten wir in der letzten auch, die ersten paar Packs haben uns gar nichts gebracht. Und danach wurde es ganz interessant. Ich hoffe, das ist hier genauso. Ja, die ersten zwei Packs waren totale Nieten, mehr oder weniger. Korrigiere, die ersten drei waren Nieten. €8,95 der Flami erste Auflage. Auch schön mit Glitzereffekt. Werbo 3,57 Goldausgabe. Okay, ein bisschen was Neues kriegen wir tatsächlich rein und die liegen zumindest schon mal im Euro-Bereich, auch wenn es nur einstellig. Hier haben wir eine für 14,33 Tetron als Ex. 14,33, naja Leute, wird schon mehr, ne? Unsere Sammlung vergrößert sich und habe gerade die ersten 100 Karten. 10,36 Euro für den Batrang in X. Hat er mir gerade angezeigt als Erfolg. Die ersten 100 Karten habe ich hier für die Sammlung freigeschaltet. Kleine Erfolge, Leute, kleine Erfolge. Corona, Goldausgabe 3,45. Und ein dreistelliger im 100er Bereich wäre natürlich 4 Euro und den haben wir damit sogar doppelt. Im dreistelligen Bereich wäre natürlich schick. War's da schon wieder? Nummer 3. Die dritte Box. Tetron. Lup. Flami. Ich bin gespannt, ob das hier auch so wieder ist. Die ersten drei sind Nieten. Also die erste. Lass uns mal mitzählen.
1,50. So, jetzt bin ich gespannt. Sedan 1,58. Sapoling 79, der Flammi sieht auch cool aus, ne? So, irgendwer sagte mal in einem Stream von einem Kollegen, in einer Viererbox befindet sich immer 82, 82, der ist ja schon mal okay, befindet sich immer eine Vollart, die hatten wir noch nicht gehabt. Ich bin gespannt, ob es stimmt oder ob es ein Gerücht ist. So, aber hier der Sedan Goldausgabe 82, 82, immerhin eine der teuersten, die ich bis jetzt habe. Nix wieder. Aber wir haben zumindest gerade die Ladenebene 9 erreicht. Heißt, wir können dann gleich oder in der nächsten Folge zumindest mal gucken, ob es hier noch was freizuschalten. Da waren nochmal 3 Euro und dabei. So, die letzte Box. Und hier müsste, wenn der Kollege dann recht hatte, da ja eigentlich eine Full Art bei sein. Ob das stimmt, Leute, ich glaube es fast nicht mehr. So, Pygmy 3,74 Euro wert, auch mit dem Glitzereffekt. Der Nimblis für 1,11. Sedan 1,77, nice. Der Helio auch mit Glitzer, erste Auflage 3 Euro. Der Wurmglo mit Glitzer 93 Cent. Naja, so ein paar Sachen, die im unteren Bereich sich noch befinden, aber immerhin wieder neue Karten dazwischen. €2,50 war es gerade, 90 Cent. Der Glavop für 67. Nicht so die Burner-Karten, aber Leute, aber Karten. Und dann nochmal 1,77 neu. Jetzt gib mir doch mal, gib mir doch bitte. Nee, leider nicht. Pygmy 3,74. Den noch. Na, die Box war jetzt nicht so der Burner, muss ich sagen.
Ein paar ganz gute waren dabei, aber eben noch keine Super Rares oder so, ne? So, was haben wir denn hier noch stehen, Leute? So, pass mal auf, die füllen wir hier einmal auf und gucken, wenn noch was über ist, öffnen wir, wenn nicht, dann nicht. So. Ist da noch was drin? Mal gucken. Eins auf jeden Fall. Hätte besser sein können. €3 Tetron in Gold, cool. Ist ja auch die Menge, die es macht, ne? Dann gucken wir gleich mal ins Album, wie viel. €5,45 Gesamtwert. Da ist sogar noch eine. Am Boden versteckt. 1,80. Ein Batrang hier mit Glitzereffekt 1,35. Oh, schön. Noch ein Paket. So, wir machen so ein bisschen immer den Resteverwerter hier. So, die Tüte ist, der Karton ist leer. Wir machen immer so ein bisschen den Resteverwerter. Dann haben wir hier nämlich noch 14 drin. Also, nehmen wir mal hoch, machen auf. Wir füllen auf und gucken, ob was über ist. Wenn nicht, dann nicht. Dann verwahren wir uns das fürs nächste Mal. Box ist leer, Leute. So, dann gucken wir ins Album. 113 von 1320. Heißt, wir haben hier gerade mal die ersten 10% an Karten. Das war die 110, die bisher teuerste. Nichts Besonderes. Also ihr seht schon, wir haben noch nicht die richtig fetten Karten. Und hier den Sprung von 80,94 zu 14,33. Da ist natürlich noch Luft nach oben, gerade hier in dem Bereich. Und hier vorne, da in dem Bereich, da möchte ich natürlich noch was haben. Mal sehen, wann wir die ersten Tausender kriegen. So, was noch cool wäre, was mir noch richtig gefallen würde, Leute, wäre, wenn das Koop denn wirklich kommt und man hat hinterher noch die Möglichkeit zu zocken, eventuell sogar Karten zu tauschen. Das wäre so eine Sache, wenn die Entwickler sich da dran machen. Ich glaube, die haben selber nicht mit dem Erfolg gerechnet, die das Spiel hatte. So, wir beenden den Tag für heute. Ich hoffe, hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und da habe ich ja vielleicht ein bisschen Glück mit den Karten. Wir werden sehen. Bis dahin. Ciao, ciao. Macht's gut und bleibt gesund.